Wir befinden uns hier in meinem PC-Keller und in dieser Folge geht es wieder um diesen Medion, den ich mal vor über ein Jahr gekauft habe und der bis dahin unter meinen Tisch gegammelt ist. Und er ist hier in der besten Gesellschaft mit meinem Pentium 200 MMX, der gerade abgestürzt ist, und meinen Pentium 2 System bzw. Intel Celeron 400 MHz System, die gerade eine Festplatte gebraten hat und deswegen keine neue Installation von Windows 98 bekommt. Dieses Gerät hier hat ein Pentium 3 mit 1000 MHz und ich habe überlegt, dass es tatsächlich Windows Millennium bekommt. Wahrscheinlich wird Windows Millennium eine richtige Wohltat im Bereich Stabilität und Geschwindigkeit zu den anderen Rechnern werden. Da bin ich selber sehr gespannt. Hoffentlich wird es so, ansonsten weiß ich gar nicht, was der hatte. Ich glaube, der hatte eine zu moderne Grafikkarte, aber ich schraube ihn mal kurz auf und dann schauen wir mal rein. Und hier haben wir das Innere dieses Rechners. Und meiner Meinung nach ist er mit einer viel zu fetten Grafikkarte hier ausgestattet, die überhaupt nicht mehr ins Zeitgemäße passt. Und ich sehe, es gibt hier keine Festplatte mehr drin. Das bedeutet, ich muss hier eine Festplatte einbauen. Und sonst sieht er eigentlich ganz gut aus. Ich gucke mal, wie es mit dem Speicher aussieht. Und dann würde ich sagen, ist er fertig. Dann kann ich ihn anschließen und gucken, dass ich da Windows Millennium drauf installiere. Also fange ich an, dann diese Grafikkarte hier ausbauen. Und ich glaube, haben wir hier eine Halterung oder irgendwie eine Sicherung für die Karte? Ja, die haben wir. Und die ist sogar ziemlich gut. So, jetzt sieht man nur meine Finger. Okay, die Karte ist raus, ist viel zu modern. Ich glaube, eine 5000 irgendwas GeForce. Und die könnte genauso gut im Athlon XP landen. Der stürzt nämlich auch ständig ab. Vielleicht liegt es einfach daran, dass die Karte Toast ist. Der Lüfter scheint sich sogar ein bisschen zu drehen. Okay, als erste Maßnahme, außer das Ding ein bisschen auszupusten, werde ich die beiden Speichermodule, die hier drin waren und die jeweils mit 128 Megabyte, Gigabyte, würde ich schon sagen, bestückt waren, durch einen einzigen mit 256 ersetzen. Das heißt, wir werden hier 256 Megabyte RAM haben, sprich das Doppelte, was in dieser Kiste ist. Und wir werden mehr als das Doppelte an Leistung durch die Pentium 1000 hier in diesem Gerät drin haben. Sprich, meine Rechner verdoppeln sich immer, je weiter die Tischreihe von hier nach da und so weiter geht. Tja, dafür habe ich zwar keinen Bastelplatz irgendwann, aber irgendwo kann ich sie auch wieder zusammenräumen und vielleicht irgendwann mal ausstellen, keine Ahnung. Vielleicht interessiert sich irgendwer für den ganzen alten Schrott. Also, Speicher ist gewechselt. Als nächstes würde ich hier unten ganz tief vergraben zwischen den Kabelmanagement aller Jahr 2000. Genau. Und schon ist die weg. Einfach pro forma die alte, vergammelte Batterie hier rausschmeißen. Ich habe jetzt hier noch natürlich keinen Müll. Und durch eine nagelneue ersetzen. Zack. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich habe es jetzt getan. So, und als Grafikkarte habe ich überlegt. Das ist eine mir etwas unbekannte GeForce 2. Die habe ich in einem Hardware-Paket mit Haufen anderen Krempel gekauft. So, zum Vergleich. So sieht in etwa das aus, was hier eigentlich im Original gedacht war. Das ist irgendeine GeForce 2 MX irgendwas. 400 oder 440, ich weiß es nicht. Und hier ist eine GeForce 2 Pro oder wie das Ding heißt. Finde ich eigentlich ganz cool, sieht relativ wenig gebraucht aus und die würde ich hier einbauen. Dann habe ich hier schon mal eine ultramäßige Grafikkarte. Ist zwar kein 3DFX oder sowas, aber schon mal ultra geil für so einen PC, finde ich. Als nächstes bekommt der Rechner auch noch eine Ethernet-Karte eingebaut, weil der sowas nicht besitzt. Nämlich eine wunderschöne 100 Mbit 0815 Realtek Netzwerkkarte. So. Damit hätten wir hinten von den Anschlüssen, wie uns interessiert, Modem, Netzwerkkarte, Grafikkarte, Soundkarte mit Joystick-Port, COM1, COM2, LPT, 2 USB und 2x PS2. Die Besonderheit an diesem Rechner ist auch noch, dass wir hier Front-USB besitzen, was mich sehr erfreut und ihn sehr vielseitig nutzbar macht. Ich weiß nicht, wie gut der jetzt nach einem Jahr Standzeit funktionieren wird nach der Aufrüstung. CPU oder so fasse ich alles nicht an, das kann ich nur hier kaputt machen. Ich würde hier noch eine Festplatte reinbauen.
Dazu muss ich aber erstmal im Internet recherchieren, was der überhaupt verträgt. Und ich glaube, Windows 98 und Windows Millennium haben eh ein Limit bis 120 GB oder 138 GB wegen der ganzen LPA-Adressierung. Daher muss ich hier sehr vorsichtig sein mit Auswahl der Festplatte. Die soll aber möglichst groß sein, damit hier auch möglichst viele Spiele passen. Weil ich glaube, das wird der Haupt-DOS-kompatible Retro-Rechner sein, ohne DOS-Modus, weil der ist in Windows Millennium gesperrt. Aber alles Altere kann ja eigentlich in der DOS-Box oder hier auf diesen schrecklichen Gurken laufen. Nach einer etwas ausgearteten Suche in mein Festplattenregal habe ich festgestellt, dass ich hauptsächlich Festplatten mit 120 bis 160 GB als EDE habe und nur noch ganz wenige Platten, die unter dieser Größe sind. Somit habe ich mich entschieden, die Faustregel zu verfolgen. Wie bei den anderen Rechnern wird dieser Rechner das Doppelte der Festplattenspeicherkapazität des vorigen Rechners haben. Das heißt, es wird diese Festplatte hier verbaut, vorausgesetzt sie funktioniert, und sie hat 80 GB. Das heißt, gegenüber unserem Windows 98 System werden wir eine Verdopplung auf 80 GB haben, somit jede Menge Speicherplatz für diese ganzen Sachen, und die Platte ist von 2003, das heißt, die ist erheblich neuer wie der Rechner selbst, aber ich kann jetzt hier nicht genau bei den Platten bei der geringen Auswahl nach einem Alter gehen, sonst würde ich nicht so ganz hinkommen. Ja, Netzteil habe ich damals getestet, Grafikkarte haben wir drin, also bastle ich jetzt noch die Platte rein und schließe ihn an, dann soll der sich auch installieren. Okay, die Festplatte ist festgeschraubt, ich habe gelesen, dass der hier ATA 66 kann. Rein theoretisch ist es möglich, bei ATA 66 diese schönen 40-poligen Kabel zu verwenden, aber ich gehe nochmal sicher und baue jetzt hier diesen 80-poligen Kabel ein, mit der Hoffnung, dass ich ihn nicht zu sehr verknicke, weil dann wird er nicht mehr funktionieren. Und meinen PC wieder rumspinnen. So, das dürfte reichen. Frohen Mutes werde ich jetzt einfach mal den Deckel drüber machen und hoffen, dass diese Kiste funktioniert, wie sie sollte. Schließlich ist es schon fast ein moderner PC, den wir hier bearbeiten. Aber ich würde jetzt noch einen kleinen Geschmack aus der modernen Zeit hier verwenden. Und diese schönen Schrauben, die man so lockern kann, einfach hier drin verschrauben, wenn es geht vom Gewinde her. Und mich dann erfreuen. Na, ich kriege hier Schocks, weil hier das CD-Laufwerk irgendwie nicht will. Aber wir haben schon 58%. Alles gut. Da, moderne Schrauben. So, jetzt schließe ich mal das Ding an und dann geht die Installation von Windows Millennium Edition los. So, das Licht ist mies, der Sound auch. Der Nachbarrechner quietscht. Zeit aber, die Millennium Machine zu feuern. Oh, ich bin begeistert. Das hört sich schon mal super an. Ich war mega optimistisch, aber... toll. Ich versuch's mal mit anderen Arbeitsspeicher. Egal, was ich einstecke, der sagt, du kannst mich mal. Oh wow, BIOS Reset hat dazu geführt, dass unser Millennium PC jetzt gesagt hat, hey, ich laufe jetzt, cool. Das heißt, ich kann jetzt tatsächlich die Grafikkarte ausprobieren. Also mit der PCI-Grafikkarte geht der auf jeden Fall problemlos. So, jetzt sagt das Ding gar nichts mehr, das ist auch schön. Doch jetzt. Warte mal, was war das dann jetzt? Das war mir jetzt ein bisschen zu schnell. Also wir haben UDMA 4, also 66er, zwei CD-ROM-Laufwerke, das Ding läuft, das ist schon mal gut. Leider bin ich hier ein bisschen zu langsam. Es ist wieder eine Elsa-Grafikkarte, das ist schon mal spannend. So, das ist mir jetzt alles hier ein bisschen zu schnell. Also kurz mal Pause, Nvidia Corporation irgendwas, konnte ich nichts lesen. Ja, man merkt, die Zeiten haben sich geändert, die Leute hatten immer weniger Zeit. Bin ich auch im BIOS, 22.12, am 12.02.2022. Das stimmt. So, Installation gibt es dann morgen. Heute ist genug. Er funktioniert, er ist viel zu schnell. Das ist schön. So, ich mache ihn aus. Und ich sehe, es ist spät, ich muss ins Bett. Somit viel Spaß selber am Rumbasteln eurer alten Retro-Kisten und schreibt mir auch hier wieder ein paar Geschichten von früher. Also danke fürs Zuschauen, bis dann.